Yay. Wieder da. Mit Sanae. In Stage 5. Mit fast vollem Leben. Die Sterne sind wieder schön so, dass sie eigentlich treffen, während sich bewegt. Ein bisschen. Und das ist eine Bombe, weil ich wollte diesen Stern unbedingt einsammeln. Solange er rot ist. Ach, Sanae ist cool, die macht mehr Schaden. Und deswegen kann man mit ihr die Gegner ein bisschen besser killen. Und hey, da bist du da. Oh, ich habe sowas von keinen Lust auf diese Non-Spell. Diese Non-Spell hier, die ist wirklich nicht nett. Ja, sie ist jetzt auch nicht so ultra schwer, aber... Die Bombe war unnötig. Aber naja. Besser eine Bombe unnötig verlieren, als ein Leben unnötig verlieren. Geh drauf und gib mir das. Und gib mir das. Und gib mir das. Und gib mir das. Grün von mir aus. Boah. Und das auch in grün, ja, ich kann eigentlich schon anfangen, um grün zu sammeln. Statt rot. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann ich schon mal grün sammeln. Ich habe mehr als genug Fragmente für das extra Leben für 15. Und da bin ich mit dem Finger von der Taste abgerutscht. Das ist schade. Also mit meinem rechten Daumen bin ich da von einer der Pfeiltasten meiner Tastatur abgerutscht, um genau zu sein. Und habe deswegen mal vorsichtshalber gebombt. Und fertig. Wofür auch immer diese grünen Items da gut sind. Ich habe keine Ahnung. Ja. Und eigentlich müsste ich bald mal sterben, sonst bringt mir das extra Leben ja gar nichts. Das für 15, oder? Ich weiß nicht, ob man hier über die Maximalanzahl an Leben haben kann. Wäre mal interessant, das herauszufinden eigentlich. Weil die Situation hatte ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber ich sammle mal grün. Weiter. Ich werde ja auf jeden Fall noch genug, ja, 4 Stück kriege ich auf jeden Fall noch zusammen für das Leben. Und im Moment sind mir Bomben etwas lieber. Und wieder ein Schild. Ach ja, ich mag das Grün dieser Bubbles sehr gerne. Ich weiß nicht, die grünen Bubbles mag ich am liebsten. Ich mag allgemein die Farbe grün. Nee. Keine Ahnung, wie genau das gedacht ist. Und du auf die Amulette aufpassen. Und ansonsten wieder ein bisschen hin und her. Einfach. Immer rechts, links, rechts, links, rechts, links. So. Ah ja, da habe ich die Kontrolle verloren. Blöderweise. Na komm. Ui, das hier. Da muss man schön nah rangehen. Boah. Ah, wie das leuchtet. Das ist zwar schön, aber auch teilweise ein bisschen schmerzhaft für die Augen. Aber nur ein bisschen. Du, hin und her.
Das ist gar nicht schwer. So. Und es fallen weitere Sterne vom Himmel. Und die Amulette. Die in diesem Spiel auch eine winzige Hitbox haben. So wie alles andere auch. Nein, ernsthaft, kann man mehr als maximale Anzahl an Leben haben? Was passiert, wenn ich jetzt noch ein extra Leben kriege? Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass das dann einfach weg ist und dass dann, ja, das nicht zählt. Deswegen werde ich weiter Baumfragmente sammeln. Oder ein rotes sammle ich noch. Dann kann ich jederzeit das letzte rote Fragment einsammeln. Also den letzten roten Stern. Ich sag immer noch ständig Fragment dazu und statt Stern. Ich weiß auch nicht. Juhu. Ach ja, diese sechste Stage ist, ja, sehr schön eigentlich. Und voller bunter Sternchen. Ach ja, große Sterne und kleine Sterne. Und da ist wieder eine Border geplatzt und Sternchen umregen. Ach ja, ich finde es wunderschön. Und die Katze kommt die Tür rein, das habe ich gerade gesehen. So aus dem Augenwinkel heraus. Boah. Und schießen, schießen, schießen. Lass sie nicht zur Ruhe kommen. Diese fiesen, fiesen Gegner hier. Und dann eine Bombe. Ja, die Stelle schaffe ich irgendwie nicht so wirklich. Jedenfalls nicht so, wie sie gedacht ist. Ich meine, ich weiß, wie sie gedacht ist, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Und vielleicht soll ich doch schießen. Aber auch nur vielleicht. Na egal. Die letzte Passage ist ja auch nicht sonderlich schwierig. Und fertig. Okay. Immer noch fast maximale Anzahl an Leben. Beziehungsweise ich habe maximale Anzahl an Leben. Ja. Und ich habe keine Lust auf die erste Non-Spell. Ich hasse die Non-Spell von der Person hier. Von Tensei. Ja. Diese Non-Spells sind so schnell. Boah. Ich finde die nicht gut. Genau deswegen. Na, ja, kann ich es auch kommen. Versagt ist versagt und hep, extra Leben wieder drin. So. Jetzt bin ich mal überhaupt nicht im Takt. Zwei Fails schon. Und es werden bestimmt noch mehr. Ja, es werden bestimmt noch mehr Fails. Wow. Du. Vielen Dank. Ja. Ach ja, diese Spellcard ist aber schön, weil sie so schön einfach ist. Es ist so simpel. Was hat so eine Spellcard bitte beim Stage 6 Boss verloren? Das verstehe ich nicht so ganz, aber naja. Wäre halt eher was für Stage 1 oder 2 gewesen. Ja, ich versuche gerne mich hier so möglichst lange, möglichst mittig zu halten. Und das klappt dann auch. Wie man es sieht, teilweise zumindest.
Und diese Non-Spell habe ich immer noch nicht raus. Das geht, die geht einfach nicht. Ich weiß zwar ungefähr, was ich tun soll, aber es geht einfach nicht. Kannst du von mir nicht verlangen. Und diese Spellcard mag ich immer noch nicht, weil ich sie ein bisschen luck-based finde. Teilweise. Deswegen nicht unbedingt mein großer Favorit. Ja, aber diesmal war sie nett und einfach. Ah ja. Boah, die Musik ist aber auch schön. Und diese Sterne haben übrigens eine sehr seltsame Hitbox, meiner Meinung nach. Weil, ja. Ich weiß nicht, die haben eine seltsame Hitbox. Die treffen einen teilweise, obwohl man sich denkt, dass die einen eigentlich nicht treffen sollten. Ach ja. Boah. Der Übergang zwischen den Phasen ist immer ein bisschen unnett. Nein. Ich denke, die Bombe war unnötig, aber... Naja. Immerhin fast geschafft. Die Survival Card. Wow, das ist das erste Mal, dass ich einen Fehler in der grünen Phase mache. Die ich eigentlich von allen Phasen am einfachsten finde. Das ist schade. Aber naja. Auch nicht so tragisch. Ich meine, der Run ist durch, so oder so. Na, wie schlage ich mich in der blauen Phase? So, nicht laggen. Ich mag diese blaue Phase überhaupt nicht. Muss ich sagen, die ist echt nicht nett. Unsere Endphase ist wieder relativ easy. Und hat vor allem auch irgendwie nicht viel HP. Ach ja, das war's. Na komm. Ja, sehr schön. Ach, ich mag die Musik. Und wir sind am Moria-Schrein, denke ich mal. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ist mir auch völlig egal eigentlich. Aber ich denke mal, dass wir im Moria-Schrein sind. Ich meine, es sind Tsubako, Kanako, Sanae. Irgendwie alle beisammen. Naja. Schöne Musik für ein schönes Spiel. Ending Nummer 3. Die Credits überspringe ich aber diesmal. Replay brauche ich nicht und Score auch nicht. Gut, das war's dann mit Sanae. Und das nächste Mal geht's dann an ihre Extra Stage. Wir sehen uns, bis dahin. Ciao, ciao.